Ich habe dieses Windlicht vorbereitet für euch. Das ist super schön für die Terrasse oder fürs Wohnzimmerfenster oder einfach vielleicht für eine dunkle Zimmerecke. Da findet ihr bestimmt bei euch einen tollen Standort für. Und da gibt es ganz viele verschiedene Farbmöglichkeiten. Also dieses Garn, was ich dafür verarbeitet habe, haben wir in verschiedenen Farbtönen da. Sodass ihr wirklich individuell schauen könnt, wie es am besten zu eurer Dekoration passt. Die Länge von dem Makramee-Windlicht könnt ihr natürlich individuell bestimmen. Das heißt, je nachdem, wie hoch eure Decke ist oder das Fenster ist oder der Balkon ist, passt da einfach die Länge der Bänder an. Für diese lange Variante habe ich jetzt 4 Meter genommen. Diese 4 Meter langen Bändel nehmt ihr doppelt, sprich eine Seite ist 2 Meter lang. Und oben greift ihr jetzt einfach ganz mutig die kompletten Bänder und macht damit einen Knoten. Ihr bestimmt jetzt mit dem ersten Knoten eure Gesamtlänge. Ne? Und da kommt es wirklich auf einen Zentimeter nicht an. Ne? Ihr schätzt das ab, wie hoch ihr das braucht und nehmt euch 2 Kordeln, die hier oben parallel liegen und macht den ersten Knoten. Insgesamt jetzt in die 8 Bänder, das heißt doppelt gesehen 4, überall auf gleicher Höhe diesen Knoten machen. Ich suche mir jetzt die Kordeln raus, die so ein bisschen nebeneinander liegen, damit das einfach so ein bisschen, damit das System hat. Und jetzt gehe ich hier runter und nehme von den nebeneinander liegenden Strängen jeweils einen und verbinde die wieder mit einem Knoten. Und das ist ungefähr eine Länge von 10, 12 cm. Da entscheidet wirklich euer Glas und die Gesamtlänge. Da müsst ihr so ein bisschen hin und her spielen, wie kurz oder wie lang es sein soll. Seht ihr, dann habt ihr jetzt so den ersten Knoten, der die beiden verbindet und das hat so ein bisschen was von so einem Ballnetz. So, und jetzt ein weiter wandern und dann auch wieder 2 Kordeln miteinander verbinden. Das gleiche wiederholen wir jetzt auf der dritten Ebene. So, jetzt haben wir die 3 Knotenringe und jetzt müssen wir unten den Boden noch schließen. Dafür nehmen wir jetzt wieder von jedem der Stränge nur ein und dann machen wir wieder einen kompletten Knoten mit allen 4 Bändern. Das wird unser Boden, da steht dann gleich das Glas drauf. Na, und ihr seht jetzt auch, dadurch, dass wir unten von diesen doppelten Strängen jetzt immer einen weggelassen haben, haben wir da auch schön die Möglichkeit, diese Büschelchen dran zu machen, die so ein bisschen federähnlich sind. Und dafür könnt ihr halt eben auch gut überlegen, ob ihr 2 verschiedene Farben nimmt. Ich habe jetzt das erste so komplett weiß gemacht, das zweite mache ich jetzt mal mit ein bisschen Kontrast, mit so einem Braunton dazu. Die einzelnen Stränge, die ich mir jetzt schon vorbereitet habe, sind ca. 20 cm lang. Die legt ihr doppelt, also macht euch solche Schlaufen. Und da legt ihr jetzt einen dahinter. Geht mit dem zweiten von hinten durch die Schlaufe durch, vor der hellen Kordel her und zieht die beiden Enden von der anderen wieder durch die Schlaufe durch. Ich habe jetzt für jede von diesen Büscheln, von diesen Federn, 6 von diesen Pärchen vorgesehen. Das ist jetzt ein schöner Kontrast mit dem Braunton. Damit das hinterher so locker aussieht, wie so eine Quaste eigentlich. Vielleicht der ein oder andere kennt das noch so von der Oma oder aus dem Opernhaus. Da hatte man ja früher an den Gardinen so diese bombastischen Quasten. Eigentlich ist das vom Prinzip her ähnlich. Und dafür ist es halt eben bei dem Garn so super, dass man das aufdrehen kann. Das heißt, wenn ihr das gegen den Strich aufdreht, dann habt ihr 3 einzelne Stränge. Na, dann wird das also schon mal wesentlich voluminöser. Na, und wenn ihr das jetzt wirklich mit einer Bürste durchkämmt, dann wird es noch mal feiner. Bringt euch das so in Form, wie es euch gefällt. Wenn ihr das bürstet und das nochmal feiner wird, dann kann man da auch noch mehr Kontur reingeben. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn es so ein bisschen strubbelig ist und wenn es so ein bisschen natürlich wirkt. In die 4 Strippen in der Mitte macht ihr auch Knoten rein. Das könnt ihr auch jetzt zum Beispiel ein ganz bisschen länger lassen und könnt das auch noch unten aufdröseln. Dann habt ihr den Effekt von den Blättern außen nochmal an der Kordel in der Mitte auch so dran. Finde ich eigentlich auch ganz schick. Das machen wir unten ein bisschen, damit die Kerze einen schönen geraden Stand hat. So ein bisschen von dem Muschelgranulat rein. Das könnt ihr auch mit Vogelsand oder mit Farbsand machen. Die LED-Kerze rein. Die hat eine Timer-Funktion. Das heißt, die weiß automatisch, wann ihr sie angemacht habt, geht nach 6 bis 8 Stunden aus und am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit wieder an. Dann machen wir noch so einen Zweig Eukalyptus da rein.
legen wir um die Kerze herum. Und da ist halt eben auch von Vorteil, dass es keine echte Kerze ist, weil ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass irgendwas anfängt zu brennen in dem Glas. Und dann ist unsere Makramee-Windlichtdekoration schon fertig. Viel Spaß beim Nacharbeiten!